Und herzlich willkommen zurück. Euer Rubrika ist das wieder am Start zum Winterzauber. Ist kein neues los, wir kennen das schon, das ist letztes Jahr gewesen. Ja, nö, war schon ein schlechtes Jahr, letztes Jahr, ja, mit diesem los. Das ist, also Lotto Österreich, da muss ich euch wirklich sagen, da habt ihr nichts Gutes draus gemacht, ey. Das los gab es schon letztes Jahr, das Design hat sich nicht geändert, die Gewinne haben sich nicht geändert. Das los selber ist so, meh. Wir können nur hoffen, dass wir einen Stapel haben, wo es nicht so mehr ist. Deswegen geht's rein in den Winterzauber. Dreimal den gleichen Betrag suchen wir. Wie gesagt, nicht mal das Spielprinzip haben sie geändert. Eieieiei. Da waren sie faul. Da waren sie echt mal faul. Da muss ich wirklich sagen, die österreichische Lotterie, da nichts gut gemacht. Da selbst das James Bond los besser. Jetzt könnte ich sagen, jetzt maul ich sie viel rum und dann rubbeln wir wahrscheinlich noch besser aus beim James Bond los raus. Aber wir haben erst dreimal die 5, ja? Das heißt ja noch gar nichts. Das heißt nur, dass wir im Spiel Nummer 1 5 Euro gewonnen haben. Spiel Nummer 2, die 5, die 100.000, die 5, die 100.000, die 25, die 10, die 10 und die 5. Okay, wir haben besseres Luck aus Ben James Bond los. Jetzt haben wir schon 10 Euro. Ja, maulen hilft immer, sagt man. Maulen hilft immer. Deswegen suchen wir jetzt hier weitere 5 Euro oder 15 sogar. Zweimal 15. Einmal die 10, einmal die 3, zweimal die 3. Zweimal die 10 und die 100. Damit haben wir in diesem Los 10 Euro gewonnen und damit sind wir ja besser aus wie beim James Bond Los. Aber wie gesagt, ist nur ein Hit. Wenn wir jetzt zwei weitere, wenn der Rest auch noch Nieten sind, dann war es halt einfach nur der Gewinn. Ein bisschen anders. Die 100.000, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. Wer weiß. Ich habe viel gemotzt jetzt. Jetzt kann das beweisen, ob wir noch einen zweiten Hit bekommen aus 5 Losen. Die 100, die 100.000, die 5 und die 10. Leider nicht dreimal den gleichen Betrag, deswegen auch kein Gewinn. Spiel Nummer 2, die 5, die 100.000, die 10, die 10, ja, die 5. Ja, kann man machen, die 100.000 kann man machen, 10.000 ist zu wenig. Ja, eine Null mehr und das Los, das wäre ja, das wär richtig abgegangen. Spiel Nummer 3, die 5, die 10.000, die 15, die 10, die 1.000, die 100.000, die 100.000 und die 5. Leider nicht dreimal, deswegen eine Niete. Winterzauber geht natürlich weiter, es ist Weihnachten jetzt her, sagt man. Vor allem im Oktober, die 100, die 100, die 10, die 15, die 25, die 3, die 10 und die 10. Haben wir dreimal die 10? Oh ja, wir haben dreimal die 10 und damit bessere Chancen. Letztes Jahr hatten wir richtig gelackt mit diesem Los. Dieses Jahr ist auch schon ein bisschen mehr Glück. I don't know, aber wir haben ja 10 Euro rausgerubbelt. Im Spiel Nummer 1. Damit sind wir schon mal besser als bei James Bond los. Allerdings bei James Bond los können wir ja noch weitere 5 Lose rubbeln und gucken, ob vielleicht wird es ja noch besser. Anfang ist immer schwer, sagt man dazu. Und Bond verliert auch gern Kohle. So lucky war er nie meistens. Hin und wieder mal. Aber da hat er auch selber gemogelt. Ja, darf man ja nicht vergessen mit Ultraschallbrillen und keine Ahnung was. Also Luck hat er, glaube ich, gar nicht wirklich. Hat einfach ein bisschen immer geschummelt, glaube ich. Oder das Schummeln unterbunden der anderen. Es bleibt aber bei 10 Euro in diesem Los. Zweimal 10 hier. Zweimal die 3, zweimal die... Ja. Aber 10 Euro. Damit haben wir schon 20 Euro und dieses Los ist gar nicht mal so bad. Noch ein 5er rausrubbeln und wir haben den Einsatz wieder raus. Können auch 3 Euro rausrubbeln. Das ist ja eigentlich noch egal. Zweimal die 10, einmal die 3, einmal die 5, zweimal die 5, 15. Und nochmal die 3. Leider nicht dreimal einen gleichen Betrag. Damit können wir weiter suchen. Zweimal 5, zweimal 15, zweimal 10, zweimal 3 und einmal die. Wir haben hier 8 Gewinnbeträge. Deswegen muss man noch ein bisschen mehr darauf achten. Zweimal 10, zweimal die 1000, einmal die 15, einmal die 100.000, nochmal die 15 und nochmal die 100.000. Wie gesagt, leider nicht dreimal. Mit 100.000 könnte man viel machen. Die 5, die 3, die 10, die 5.
Leider nichts. Die 15, die 10, die 100.000 wären schön. Aber die sind los. 2x5, 2x10. Leider nichts. 3x eine weitere Niete. Letzte Chance dieses Winterzaubers. Es zaubert mittlerweile gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Die 3. Ein Hit noch und das wäre gut. Die 10. Die 15. Die 5. Und die 15. Ah, 2x15, 2x5, 2x die nichts. Okay, Spiel Nummer 2, letzten los. Wir suchen die 100.000. Werden wir die 100.000 fündig? Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht mal im Spiel Nummer 2. Da fehlt noch vieles. Spiel Nummer 3, im letzten los. Die 100, die 100.000. Die 10. Die 1000, die 5, die 10.000, die 10 und die 10.000. Ja, 3 Nieten, 2 Hits, kann man machen. Kann man machen, würde ich sagen. Kann man machen. So. Voila. Damit sind wir in diesen wunderschönen Folge des Winterzaubers mit 2 Hits, 2x10 Euro rausgegangen. 2x5 hier und 2x10 da, bis 2x10, 1x10 hier. Und damit haben wir 5 Euro minus gemacht. Kein Plus, aber minus. Und mit dieser wunderschönen Erkenntnis des Winterzaubers, der uns sogar ein bisschen bezaubert hat, bin ich letztes Jahr nicht so gut gewohnt, dass so viel was rauskommt. Deswegen bin ich positiv überrascht über dieses Los oder diesen Losstapel angebraucht, frischen. Neu aufgerissen, nur für mich, ja. Natürlich nicht alle gekauft. Wie denn? Sparen, Leute, sparen. Und 20 Euro zurück. Kann man machen. Ist besser als wenigstens das James Bond. Da muss ich aber noch ein paar Lose kaufen. Die sind cool, die Lose. Auch wenn die Gewinne gerade nicht getroppt haben. Aber, wie gesagt, nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Euer Rubbelkaiser raus. Bis zum nächsten Mal. Du.